Bau abgeschlossen. Zack. Bau mal oben rein. Mal sehen, wie es dieses Mal läuft. Und da kommt schon die Verstärkung direkt jetzt. Das ist, glaube ich, ein bisschen klüger, wenn man das so macht. Schnell das Vectorspawn ist nach. Aber die Mission kann echt unangenehm werden. Man sieht es ja schon, sie ist unangenehm. Aber sie kann eine richtige Hassmission werden, wenn man einfach nicht weiterkommt. Einfach weitergehen jetzt und die Waffenfabrik kaputt machen. Das ist mein einziges Ziel. Nur noch diese Waffenfabrik. Alles andere ist egal. Das kann man, darum uns später drum kümmern. Total unwichtig erstmal. Das sollten sie noch schaffen eigentlich. 14 Einheiten noch. Ja, das passt. Machen wir das noch kaputt. Also, zurückziehen kann ich mich jetzt nicht mehr. Da muss ich kämpfen bis zum Schluss. Ja, aber gut, gegen Gebäude sind die echt schwach. Da wäre es mit denen besser gewesen, erst nach oben zu gehen. Aber es hat alles gepasst. Ich sollte nur nicht so dumm sein und den Sammelpunkt da lassen, habe ich vergessen jetzt. Mist, es könnte jetzt schlimm werden, wenn die mich jetzt drängen. Einheit wird angegriffen. Ups, da ist noch was gewesen. Jetzt habe ich hier mein Buzzernest als Verteidigung, hoffentlich bringt das was. Kaum noch die Tiberium, Mann. Was ist denn da immer noch? Nein, sie bauen sie nach! Nein! Gut, das ist sehr tragisch. Dann hat sich meine ganze Taktik nicht ausgezahlt. Dann warte ich entweder jetzt noch, bis ich mehr Einheiten habe, oder gehe direkt nur auf den Bauhof. Einheit wird angegriffen. Einheit verloren. Ich habe einfach mal Lust jetzt, direkt auf den Bauhof zu gehen. Ich will nur wissen, ob sie es schaffen. Aber das ist dann auch jetzt der letzte Versuch, wo ich einfach nur reinrenne. Und ansonsten... Bau abgeschlossen. Ansonsten kümmere ich mich um konventionelle Vorgehensweisen. Erstmal bauen Einheiten, bis wir genug haben. Kommen manche von oben. Die meisten sogar, was total dämlich ist vielleicht. Mal gucken, ob sie es trotzdem schaffen. Einheit wird angegriffen. Der hält halt viel aus, so ein Bauhof. Explorer. Verwandelt sich in Vorposten. Was will ich denn bitte schon in dieser Mission mit einem Vorposten? Ah, wenn ich ein Portal gebaut hätte, hätte ich noch so eine Hand bauen können, die ein bisschen was ausrichten kann. Verteidigungsmäßig. Ein Gravitationsstabilisator. Ich weiß ja nicht, ob der irgendetwas bringt. Ich könnte es immer austesten, aber erst will ich sehen. Ja, sie schaffen es nicht. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Das ist tragisch. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ach, wird er das? Ja, komm. Das kriegt er doch wohl noch hin, die zu vernichten. Reparatur läuft. Einheit wird angegriffen. Ja, und jetzt kommen sie halt und wollen sich rächen. Wir haben gerade mal ungefähr die Hälfte geschafft. Das ist doch echt ein Jammer. Zu wenig Energie. Neue Bauoptionen. Ja, wo neue Bauoptionen? Ist das jetzt nur eine Verarsche gewesen? Mit neuen Bauoptionen, denn ich sehe keine neuen. Also eigentlich, natürlich, das hier kann ich jetzt bauen, klar. Aber was der dann bringt, das will ich wissen. Also, da schaffe ich nicht mal mehr, das herauszufinden. Die machen mich fertig. Einheit wird angegriffen.
Was kann ich deaktivieren? Was kann ich mir? Ich kann mir gar nichts leisten. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Gebäude offline. Jetzt geht's. Bau abgeschlossen. So, was bringt mir das? Bauoptionen. Sturmreiter. Immerhin, die sind fast so gut wie Wernerkleider meines Wissens. Und die haben, wie ich das sehe, keine Luftabwehr, abgesehen von den BMTs. Das ist eine Überlegung wert. Und das möchte ich dann einfach mal, ich weiß nicht, ob ich mir das leisten kann, wenn ich so dann auf Einheiten bauen verzichten muss. Naja, ausprobieren. Sonst klappt das nicht. Nur Einheit durch Ausprobieren lernt man. Einheit verloren. Unzureichende Mittel. Alles zurück. Das ist gleich fertig. Das haben wir dann schon 10.000 Mal gebaut. Ich baue das dann hier rein. Ich glaube, das lassen sie dann in Ruhe. Okay, lassen sie nicht. Das war ein dummer Fehler. Ich dachte, sie lassen das in Ruhe. Da muss ich das verschieben. Das da oben wollte ich halt auch nicht platzieren, weil die das ja auch angegriffen haben beim letzten Mal. Dann wäre das auch für die Katz Einheit gewesen. Wird angegriffen. Bau unterbrochen. Abgebrochen. Zurück, zurück. 27 Einheiten und einer hört wieder nicht, der da jetzt da war. Ich könnte mit dem nach oben gehen. Da sind auch wieder Einheiten, die das bewachen. Viel zu wenig Tiberium mal wieder. Aber trotzdem habe ich unbedingt zwei Sammler gebraucht, sonst hätte ich zu wenig Geld gehabt. Aber selbst zwei Sammler kommen dann ganz schnell an ihr Limit. Einheit wird angegriffen. Die brauchen so lange, um was zu erreichen. Ich probiere es einfach mal auf diese Weise. Bauen und dann irgendwann angreifen. Aber die Frage ist echt, ob ich wirklich merklich mehr Einheiten bekomme, als ich verliere. Und wie beim Abnehmen, wenn man nicht mehr tut, mehr Kalorien verbrennt, als man aufnimmt, dann nimmt man auch nicht ab. Und hier kann man eben nicht gewinnen. Keine Ahnung, wo sie ihr Geld hernehmen. So schlecht organisiert. Und nicht aufs Haus. Genau aus diesem Grund wollte ich die Häuser da wegmachen. Weil die einfach nur im Weg stehen. Könnte ich mir eine Verteidigungslinie mit Buzzernests und Photonenkanonen machen? Ob sich das lohnen würde? Problem ist echt die Finanzmittel. Dann lohnt es wahrscheinlich nicht. Einfach mal zurück. Das Buzzernest hat ja überhaupt nichts zu tun. Und hier hinten werden sie wenigstens repariert. Aber ich vermisse jetzt schon Obelisken. Aber ganz doll. Wie sie mir einfach nicht gehorchen. Aliens haben echt ihren eigenen Sinn. Einen eigenen Willen. Rein da, sonst stirbst du. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Dann wird halt angegriffen. Gut, was Buzzers. Hier hinten sollte ich eigentlich gut stehen. Solange sie hier in meine Sammler und so nicht angreifen. Und gleich ist es Siberium alle. Das ist sehr betrüblich. Einheit wird angegriffen. Na. Einheit befördert. Das ist doch alles Kacke. Ich habe aber jetzt mehr Einheiten. Vielleicht klappt es ja jetzt. Die Frage ist, ob ich echt zum unteren Stützpunkt wieder gehen soll. Oder vielleicht mal zum oberen.
Aber ist es ja letztendlich egal, welchen. Hauptsache. Wird angegriffen. Ihr wisst, was ich meine, ne? Hauptsache einer ist weg und dann sollte die der Rest nicht mehr so schwer sein. Kann ich die hier in alleine lassen? Da stehen ja noch ein paar, die mir nicht gehorchen. Jetzt gehorchen sie mir aber wahrscheinlich beim zweiten Mal. Ich probier's einfach. Einheit wird angegriffen. Ich probier's einfach. Einheit befördert. Ist immer so meine Taktik. Wenn ich was ausprobieren will im Angriff, dann ignoriere ich vollkommen meine eigene Basis. Denn das deprimiert nur. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Ich hab nichts gehört. Habt ihr was gehört? Ja, das muss mal weg. Sieht doch viel besser aus dieses Mal, aber dafür sieht es hier nicht so gut aus. Ja, ja. Ich habe hier doch noch ein paar Leute, die können da was machen bestimmt. Und Wassernest sollte auch was ausrichten können. Ich fühle mich viel weniger bedrängt als vom letzten Mal, muss ich ja sagen. Also hier vorne zumindest. In der Front. Ja, bau unsere Einheiten. Fleißig. Machen wir erstmal die Waffenfabrik fertig. Sonst bauen sie immer nach. Das ist schrecklich. Diese scheiß ganzen Türme hier. Die nerven schon. Aber sonst sieht es doch sauber aus. Und hier hinten bin ich sogar gerettet. Wie haben sie das denn geschafft? Ich bin stolz auf euch. Vielleicht sind sie mir nachgeeilt. So, jetzt bloß den Bauhof weg schnell, bevor ihr alles noch versorgt. Das müsst ihr noch schaffen, das ist wichtig, sonst bauen sie ja alles weiter. Aber ich glaube, die Mission habe ich geschafft. War ja dann doch machbar, aber so oft speichern und laden in der ersten Mission passiert auch nicht oft. Normalerweise ist die echt machbarer. Aber wie gesagt, dafür gibt es nur 4 Missionen. Da haben sie schon wieder was nachgebaut. Das war klar, aber gerade rechtzeitig. Das schnell noch wegmachen, das schaffen sie noch. Das schafft er doch noch, komm. Jetzt kriegen sie schon Verstärkung von den oben, ne? Nur noch das bisschen weg, komm. Und da kommen, bauen sie wieder... Was? Wie können sie da was nachbauen? Muss ich beide Bauhöfe wegmachen, sonst... Ah, da war doch was, ne? Solange ein Gebäude steht und die einen Bauhof oben haben, können sie auch unten was bauen. Und das haben sie jetzt nicht geschafft. Ich bin gerade ein wenig schockiert. Und jetzt habe ich hier auch kein Tiberium mehr. Das ist aber Käse. Lufteinheiten, das wär's jetzt. Ich bin kurz davor zu laden wieder. Wenn sie hier jetzt gleich noch eine zweite Waffenfabrik hinstellen. Einheit wird angegriffen. Sie bauen hier ja schon. Wo kommt der denn her? Was macht der da? Ich hab doch einen Sammelpunkt hier. Habe ich den eben aussehen umgestellt? Was? Woher? Haben sie sich da unsichtbar vor Ewigkeiten hingestellt bei einem Angriff? Verstehe es nicht. Aber bleibt da schön mal stehen, wenn ihr das... Sie wollen die Brücke kaputt machen, oder was? Nee, da ist noch irgendwie einer von mir. Der liegt da in der Brücke drin. Voll verbuggt. Das habe ich noch nie gehabt. Vielleicht wieder dann nicht an... ist er unzerstörbar? Das wär's. Das wäre perfekt. Dann kann er hier aufräumen und auf jeden Fall die aufhalten. Das ist schon genug. Ne? Endlich läuft hier mal was zu meinen Gunsten. Aber hier habe ich echt ein bisschen wen. Ich speichere mal, statt zu laden.
Ich muss mir da mehr Tiberium besorgen. Ich will aber jetzt auch nicht immer nach oben fahren mit meinen Sammlern. Vorposten kann ich ja bauen oder noch eine Raffinerie, Extraktor. Der lebt immer noch. Das ist so genial. Endlich mal was richtig Geiles. Aber das Dumme ist, wenn die Brücke gleich kaputt geht hier. Was passiert dann mit mir? Einheit wird angegriffen. Ich will ihm auch nichts befehlen. Das könnte ja fatal sein. Für seine Gesundheit. Ich glaube, langsam geht er auch kaputt schon. Aber auch die Brücke. Und dann ist gleich beides kaputt. Oh, schade. Aber immerhin, jetzt kommen sie da nicht rüber. Und der hat die gut aufgehalten. Das war sehr, sehr gut. Die haben sie wahrscheinlich eh gleich wieder repariert, ne? Sie wollen sich warben, dass sie da nicht rüberkommen. Ja, lernt mal fliegen, dann könnt ihr das. Jetzt habe ich so viel Verschnaufpause bekommen. Dass ich eigentlich jetzt nicht versagen darf. Ich frage mich ja, ob die überhaupt jetzt noch was bauen in dieser Waffenfabrik. Vielleicht ja gar nicht. Aber diese Angriffswelle kann ich noch aushalten, ist ja keine große. Und von oben kommen sie gar nicht mehr, sehe ich das richtig? Unser Stützpunkt wird angegriffen. Einheit wird angegriffen. Ja, kein Ding. Dafür habe ich noch eine Buzzer. Naja, aber immerhin, sie werden immer regeneriert, das ist schön. Angriff ist die beste Verteidigung. Die greifen das Buzzernetz nicht an, die sind so dumm, die greifen nur die Buzzer an. Ja, komm, du mal schnell zurück. Man muss ja nicht immer nur auf Verschwendung achten. Und auch mal auf Nichtverschwendung. Boah, da sind aber zwei ganz schön demoliert. Und bauen sie nach? Ach, sie bauen nach, schade. Und sie haben die Brücke repariert. Da will ich jetzt recht zügig mal angreifen und die blöde Waffenfabrik noch zerstören. Ich hoffe ja, die wird nicht irgendwie noch nachgebaut danach, wenn sie einmal zerstört ist. So, da kommen sie. Nach dem Angriff greife ich, nehme ich mal an. Dann wisst ihr mal, wie das ist. Von oben greifen sie nicht mal an. Ah, warum habe ich das gesagt? Speichern. Merken wir, Speicherstand 6 war, glaube ich, der, den ich dann eventuell lade. Nicht dieses Haus angreifen, immer wieder. Denkt doch einfach mal mit. Haben sie da halt wieder. Die kommen jetzt bestimmt nach, wenn ich weggehe, deswegen können wir das machen. Ich muss ja so oder so gegen sie kämpfen. Da kommen schon die nächsten, ey. Ich glaube es nicht. So schnell bauen die nach. Am besten mit Mammuts gegen meinen einfachen Panzer hier. Aber letztendlich haben sie genauso viele Einheiten wie ich. Zwei leichte Panzer und Infanteristen. Auf die Waffe. Wo fährt? Einfach die Waffenfabrik angreifen, bitte. Ist das so schwer? Was ist das Wichtigste? So, jetzt können wir wieder weg. Der Rest wird später gemacht, wenn wir mehr Einheiten haben. Jetzt geht es nur noch um Verteidigung hier hinten. Zum Glück habe ich das Buzzernest, kann ich echt nur sagen. Einfach nur weg jetzt. Jetzt geht es nämlich nur noch um eine Basis. Ist doch schön, hat alles gepasst. Die Waffenfabrik wird jetzt auch nicht mehr nachgebaut. So habe ich mir das vorgestellt.